Hallo, servus und willkommen im Kanal. Guten Morgen aus Bad Tölz in Oberbayern. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und zwar geht es von Bad Tölz Richtung Lenggries, vielleicht ein bisschen drüber hinaus, mal schauen, je nach Lust und Laune und dann zurück nach Bad Tölz. Viel Spaß bei der Tour. Schloss Hohenburg in der Nähe von Lenggries, da bin ich gerade schon vorbeigefahren. Ich fahre noch ein bisschen weiter Richtung Rosssteinalm. Ich glaube aber nicht, dass ich wirklich auf die Rosssteinalm heute noch hochfahren werde. Das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lang. Ein paar Höhenmeter werden es übrigens auch noch. Es ist nämlich Herbst und es wird schon relativ früh dunkel und deswegen muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen. Hier könnte man jetzt wie angekündigt noch einen Schlenker machen zur Rosssteinalm über die Röhrlmoosstraße vorbei an der Röhrlmoosalm. Mache ich heute aber nicht, das hebe ich mir glaube ich besser auf für eine extra Tour. Für mich geht es jetzt zurück Richtung Lenggries und dann weiter zum Ausgangspunkt Bad Tölz. Vorher suchen wir unseren Platz zum Brotzeit machen. Kurzes Stück neben der Bundesstraße, gleich geht es links weg auf die andere Seite der Isar Richtung Wegscheid. Im Winter ist hier Leuten Einstiegspunkt. Jetzt geht's weiter mit der Radtour. Ich könnte ganz gemütlich nach Bad Tölz reinrollen über den Isarradweg. Noch ist aber schöne Abendsonne, das lasse ich mir nicht entgehen. Deswegen mache ich jetzt noch einen kleinen Schlenker über Wackersberg und deswegen geht es jetzt nochmal bergauf. Letzter Blick auf die Abendsonne, Sonnenbrille habe ich schon weggepackt, Jäckchen schon angezogen, untrügliches Indiz dafür, die Tour geht so langsam zu Ende.